Grüß Gott, wo ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute Feuertopf Asia Fondue oder auch Hotpot genannt. Und gerade zu Silvester oder auch an Festtagen könnt ihr das schnell zubereiten, sodass ihr später mit euren Gästen oder auch Familie das Ganze schön genießen könnt. Und ich zeige euch heute meine Variante und werde das Fleisch und Gemüse dann vorbereiten. Und wie gesagt, hier könnt ihr alles zusammenstellen oder beliebig zusammenstellen, was ihr gerne essen möchtet. Und jetzt zeige ich euch die Zutaten dazu. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Rinderfilet, 300 Gramm Hähnchenfilet, 500 Gramm Lachs, dann 500 Gramm Garnelen, die habe ich bereits entdarmt und geschält. Dann zusätzlich brauchen wir 600 Gramm Pak Choi, 200 Gramm Pilze, dann 1 Kilo Chinakohl, dann brauchen wir 250 Gramm Austernpilze, dann 50 Gramm Koriander und etwas Salz, Pfeffer. Und jetzt als erstes werde ich das Fleisch in dünne Scheiben dann auch schneiden. Ganz wichtig, dass ihr einfach gegen die Faser schneidet. Und auch ganz einfach ist, wenn das Fleisch dann etwas angefroren ist, dann ist es einfacher zu schneiden. Und jetzt auch das Hähnchenfleisch in dünne, feine Scheiben schneiden. Ich schneide dann das Fleisch auch etwas schräg ein, sodass das Fleisch dann auch etwas größer dann wird. Und jetzt den Lachs in Stücke schneiden. Und jetzt werde ich Garnelen auf den Teller in die Mitte hineinlegen. Und als nächstes werde ich dann das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Also zuerst Chinakohl. Und als nächstes Pak Choi. Jetzt dann die Pilze. Und jetzt dann den Koriander. Als nächstes werde ich dann meine Brühe vorbereiten und dazu benötigen wir 1 Liter Gemüsebrühe, 400 Milliliter Kokosnussmilch, 1,5 Esslöffel Chiliöl. Das habe ich bereits euch schon in einem Video gezeigt, werde es unten in der Infobox dann nochmals verlinken. Dann habe ich hier Zitronenblätter, so 5 bis 6 Stück, eine Chili, etwas Salz, etwas Pfeffer, dann 30 Gramm Ingwer und 3 Stangen Zitronengras. Als erstes werde ich meinen Ingwer dann in dünne Scheiben schneiden. Hier lasse ich die Schale einfach dran, weil es Bio-Ingwer ist. Dann werde ich die Chili schneiden, also längst halbieren. So, und dann mir den Kern hier herauskratzen. Und das werde ich dann auch in grobe Stücke schneiden. Zitronengras werde ich dann zerstampfen und zusammenknoten und kurz beiseite stellen. Nun habe ich hier jetzt einen Feuertopf und werde jetzt die Brühe hineingeben. Dann Kokosnussmilch. Dann Ingwer und Chili. Dann meine Zitronenblätter. Chiliöl. Salz. Pfeffer und jetzt dann noch Zitronengras. Werde das dann leicht umrühren und jetzt gebe ich den Deckel drauf und lasse es dann für 10 Minuten köcheln. Nach 10 Minuten werde ich jetzt den Deckel herunternehmen. So, duftet richtig. Und jetzt habe ich so Drahtzwiebel und dann werde ich jetzt mein Fleisch Lachs Garnelen hineintun und werde 2 bis 3 Minuten das Ganze in die Brühe dann eintauchen.
So. Sieht das nicht richtig lecker aus? Ihr könnt es auch so machen, dass ihr das Gemüse und das Fleisch dann hineintut in die Brühe. So. Dann Lachs. Etwas Fleisch. Und sobald es dann fertig ist, könnt ihr das mit dem Drahtsieb dann auch herausfischen. Also gerade so. Ihr könnt das Ganze jetzt dann noch mit Reisnudeln essen und mit einer Chili-Öl-Soße dann dippen oder Sojasauce. So, Reisnudeln, gerade so. Nehme ich da ein bisschen was ab. So, und dippe das dann in die Soße hinein. Richtig lecker. Und so habt ihr eine gemeinsame Runde mit euren Gästen oder auch Familie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!